Nach 10 Jahren Vertragslaufzeit eine jährliche Rendite von 0,034%. Hierbei handelt es sich um einen Vertrag von der Zürich-Versicherung, den wir uns jetzt einmal genauer angucken werden, um herauszufinden, warum dieses Ergebnis nach 10 Jahren so schlecht ist. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 14 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Ähnlich wie ein Steuerberater oder Anwalt bin ich als unabhängiger Honorar-Finanzanlagenberater tätig. Das heißt, jeden Tag kommen Menschen auf uns zu mit den verschiedensten Fragen rund um ihre Altersvorsorge und um ihren Vermögensaufbau. Im Kern geht es immer darum, soll ich den Weg, den ich eingeschlagen habe, weitergehen oder gibt es andere, bessere Möglichkeiten, schneller und leichter sein Vermögen aufzubauen und seine Altersvorsorge vernünftig auf die Beine zu stellen. Immer wieder haben wir natürlich auch Menschen, die bereits seit vielen Jahren Verträge haben und dann mit der Frage auf uns zukommen, ob es sich wirklich lohnt, hier weiter einzuzahlen. Und dementsprechend gucken wir uns die Verträge dann an, werten die aus, machen darüber finanzmathematische Bewertungen, um herauszufinden, ob es sich eben lohnt, hier weitere Jahre, unter Umständen Jahrzehnte, sein hart verdientes Geld einzuzahlen oder ob diese Verträge eher nicht so attraktiv sind. Heute wollen wir uns mal einen Vertrag von der Zürich-Versicherung angucken. Vor einigen Monaten kam eine Dame auf uns zu, die diesen Vertrag hatte und ein ungutes Gefühl hatte, weil sie sich nicht richtig sicher war, ob sich das Ganze noch lohnt. Sie hatte eine Wertmitteilung bekommen vor einigen Monaten und hat seitdem immer wieder sich gesagt, sie will sich eigentlich mal darum kümmern, hat das Thema aber immer wieder aufgeschoben. Irgendwann hat sie sich dann mal einen Ruck gegeben, hat im Internet bei Google danach geguckt und hat so uns gefunden und hat mit uns dann auch Kontakt aufgenommen. Ich habe diesen Vertrag jetzt hier vor mir und ich will dir einfach mal, sofern du auch so einen Zürich-Vertrag hast, ein bisschen zeigen, wie man eine solche Vertragsbewertung angehen kann, sodass du das Ganze vielleicht nachmachen kannst oder zumindest siehst, dass wir in der Lage sind, das zu bewerten, sodass wir dir dabei helfen können. Also wir gucken uns jetzt erstmal zusammen hier gemeinsam den Vertrag an. Wie schon erwähnt, geht es hier um einen Vertrag von der Zürich-Versicherung. Und zwar konkret der Vertrag Vorsorge Invest Premium. Ein Produkt aus der sogenannten dritten Altersvorsorgeschicht. Also ein privater Vertrag, der hier ist. Das Ganze ist eine regelbasierte Fondsversicherung, also ein Vertrag mit entsprechend hinterlegten Fonds. Wir sehen jetzt hier, das Ganze ist eine Ersatzpolice, die wurde ausgestellt im Jahr 2011. Der Vertragsbeginn war, hier sehen wir es auch, der 1.12.2011. Die Ursprungspolice schien damals nicht mehr auffindbar zu sein, deswegen wurde hier eine neue Police angefordert. Aber im Kern haben wir hier die Daten drin, die letztendlich der Vertrag hat. Wir sehen hier folgende Eckdaten. Also Beginn, wie gesagt, 1.12.2011. Wir sehen hier, dass der frühestmögliche Rentenbeginn mit 65 Jahren ist. Das sind seit dem Zeitpunkt des Vertragsablaufs 16 volle Vertragsjahre. Und das wäre dann der 1.12.2027, wo dieser Vertrag frühestmöglich aufhört. Die Dame sagte uns auch, dass sie dann auf diesen Zeitpunkt guckte, weil sie eben selbstständig ist und gerne mit 65 aufhören möchte zu arbeiten. Dann sehen wir hier im weiteren Verlauf folgende Daten. Und zwar, wir haben hier frühestmöglicher Ablaufbeginn, wie gesagt, 1.12.27. Und hier sehen wir, pro 10.000 Euro Vertragsguthaben sagt die Gesellschaft eine garantierte monatliche Rente von 30,91 Euro zu. So, das ist erstmal nicht ganz schlecht im Vergleich. Viele Versicherer haben heutzutage irgendwas um die 20 Euro pro 10.000. Früher war der Wert ein bisschen höher. Dementsprechend hat sie hier aufgrund der Tatsache, dass der Vertrag schon ja, jetzt mittlerweile 10 Jahre alt ist, einen noch besseren Faktor. Jetzt haben wir mal durchgerechnet und zwar steht ja hier, dass das garantierte Kapital 35.170,56 Euro sind, was sie dann zum 1.12.2027 bekommen kann. Option 1. Option 2 ist eben eine lebenslange monatliche Rente. Dieses Kapital, das steht auch hier, ist die sogenannte Beitragsgarantie. Das heißt, das ist einfach nur die Hochrechnung ihrer über die Zeit eingezahlten Beiträge. Sie hat einen monatlichen Beitrag, hier oben steht es auch, von uns hinzugefügt. Wir haben es auch gleich unten im Dokument nochmal. 183 Euro ist der monatliche Betrag und 18 Cent, den sie hier einspart. Hat sie auch bisher konstant immer durchgezogen. Da gab es keine Unterbrechungen, keine dynamischen Anpassungen, keine Aussetzer oder sonst was. Wenn wir das Ganze hochrechnen, mal 12, dann sind das im Jahr knapp 2.200 Euro. Und wenn wir das mal, nicht 12 Jahre, hier habe ich mich vertippt, mal 16 Jahre hochrechnen, dann sind das 35.170,56 Euro, also genau der Betrag, der hier unten auch garantiert wird als Einmalsumme. So, jetzt haben wir mal gerechnet und zwar, wie viel Rente darf sie denn erwarten? Bei 30,91 Euro pro 10.000 sieht die Formel wie folgt aus.
Man nimmt das Vertragsguthaben durch 10.000 mal 30,91 € und dann ergibt sich eine monatliche lebenslange Bruttorente garantiert von 108,71 €. Dass das natürlich die Altersvorsorge nicht wirklich verändert und von vorne bis hinten nicht ausreicht, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber letztendlich wollen wir ja den Vertrag bewerten und können jetzt ja nicht darüber reden, dass das zu wenig ist, sondern grundsätzlich an der Stelle der Appell an dich. Du musst natürlich gucken, dass du mit deinen Altersvorsorgemaßnahmen hinten raus auch wirklich 2.000, 3.000, 4.000 Euro zusammenkriegst, sodass du mit Berücksichtigung der Inflation davon auch irgendwann mal leben kannst. Das heißt, die 100 Euro hier sind natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber sie zahlt ja auch nicht allzu viel ein und das Ganze läuft ja auch nicht allzu lange. Deswegen blenden wir das mal aus. Jetzt haben wir weitergerechnet. Wenn sie das Vertragsguthaben alternativ sich einmalig auszahlen lassen könnte und jetzt ja nun mal in der Modellvariante einer Rente 108,71 € bekommt und das jeden Monat, dann sind es fast 27 Jahre bis zum Break-Even. Das heißt, wenn sie mit 65 in Rente geht, müssen wir 27 Jahre draufrechnen, dann ist sie 92. Wenn sie sich also für die Rentenoption entscheidet, weiß man bereits bei Vertragsabschluss, muss sie mindestens 92 Jahre werden, damit sie über die Rente das Gleiche rausbekommen hat wie über die Einmalzahlung. Jetzt müssen wir noch darüber reden, dass sie die Einmalzahlung ja potenziell sofort bekommen könnte und die Rentenzahlung ja nun mal hier in dem Fall, wie ich gerade gerechnet habe, über 27 Jahre gestreckt wird, vorausgesetzt sie wird überhaupt 92. Und in dem Fall ist natürlich der Wert einer Summe, die ich einmalig bekomme, höher als der Wert einer Summe, die ich gestreckt über 27 Jahre ausgezahlt bekomme. Das hat mit der Inflation zu tun. Das heißt, der tatsächliche Break-Even ist wahrscheinlich noch viel weiter hinten. Da wird sie deutlich über 100 werden müssen, damit sie den tatsächlichen Gegenwert dann auch zurückbekommen hat und gleich auf ist. Ohne dass sie bisher davon profitiert hat, dass sie ja besonders alt geworden ist. Das heißt, hier muss sie ja von sich überzeugt sein, dass sie wahrscheinlich 100 Jahre und älter wird, damit sie mit der Rentenvariante besser fährt als mit der Einmalauszahlung. Dann ist noch wichtig zu beachten, sie hat hier eine Rentengarantiezeit von 5 Jahren. Was heißt das? Wenn sie in Rente geht, bekommt sie die Rente lebenslang. Wenn sie allerdings in Rente geht und bereits nach beispielsweise einem Jahr versterben sollte, dann werden 4 weitere Jahre an einen gewissen hinterbliebenen Kreis die Rente weitergezahlt. Das heißt, in dem Fall wäre es ja dann so, dass sie ein Jahr lang die 108,71 € bekommen hat, bedeutet mal 12. 1.304 € hat sie bekommen und dann bekommt sie, beziehungsweise die Hinterbliebenen, diese Summe noch 4-mal ausgezahlt. Über die Zeit gestreckt, das heißt, in Summe sind es dann insgesamt 108,71 mal 5 Jahre. Also sprich mal 5 mal 12, dann sind insgesamt 6.522 € über die Rente ausgezahlt, eben über die sogenannte Rentengarantiezeit. Dann endet die Rente. Wenn wir jetzt aber sehen, hier sind ja irgendwo 35.170 im Topf gewesen, das ist ja die Garantiesumme, und es sind nur 6.522 ausgezahlt worden, dann ist das natürlich besonders blöd gelaufen, weil die Differenz zwischen 35.100 und 6.500 sind irgendwo grob 29.000 €, die dann bei der Zürich bei der Versicherung bleiben. Demnach hat weder sie, wenn sie frühzeitig verstirbt, innerhalb der ersten 5 Jahre der Rentenzeit, noch ihre Hinterbliebenen was von dem Geld. Das ist natürlich ein großer Nachteil, deswegen ist es hier so, dass alles im Grunde genommen dafür spricht, aus der bisherigen Bewertung dann doch eher die Einmalsumme zu nehmen. Gehen wir etwas weiter runter, finden wir hier nochmal die Angabe über den Monatsbeitrag, wie eben oben schon erwähnt von mir, 183,18 € ist der geplante Beitrag, der, sofern nichts verändert wird, hier bis zum Vertragsende, also bis zum 30.11.27 gezahlt werden soll und am 1.12.27 würde dann die Rente beginnen bzw. die Möglichkeit der Einmalauszahlung bestehen. So, auf der nächsten Seite sehen wir jetzt, wir erinnern uns nochmal, das ist die Ursprungspolice, eine Hochrechnung. Der Berater, so erzählte uns die Dame, hatte damals gesagt, dass bei diesem Vertrag ja Fonds hinterlegt sind. Sie kannte sich nicht sonderlich gut aus und fragte ja, was für eine Rendite ist denn realistisch? Und der Berater sagte ja, so 6% ist hier schon möglich. So, demnach hat er sie mehr oder weniger hier zu diesen 6% gelenkt. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit wir das besser erkennen können. Und dann fragte sie, okay, wie viel kommt denn dann da raus bei 6%? Und dann hat der Berater hier in der Tabelle gezeigt, 46.170 €. Und das klang für sie ganz gut, weil sie zahlt ja immerhin nur 35.000 ein ungefähr und 46.170, das sind ja irgendwie 11.000 € mehr. Das klang für sie ganz gut und auf der Basis hat sie dann auch diesen Vertrag damals abgeschlossen.
Jetzt haben wir mal ausgerechnet, und das sind die Prozentzahlen, die wir hier in schwarz hinzugefügt haben. Wenn 6% Fondsentwicklung tatsächlich realistisch ist, dann haben wir das Verhältnis ausgerechnet zu dem, was sie einzahlt, im Vergleich zu dem, was rauskommt. Und dann sind es tatsächlich nur 3,23%, die dann am Ende des Tages hier in der Nettorendite hängen bleiben. Das heißt, aus 6 wird fast die Hälfte. Daraus können wir ermitteln, dass die andere Hälfte, also gute 3%, 2,8 etwa, an Kosten im Vertrag hängen. Schlimmer sieht das Ganze noch aus, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass die Fonds 8% Rendite machen würden. Dann kommen im Vertrag nämlich nur 4,42 an. Das heißt, hier sind es dann irgendwo 3,6%, die an Kosten jedes Jahr nicht ankommen. Wenn wir die Prozentsätze hier oben kleiner annehmen, bei 4% kommen immerhin 2,15 an und macht die Geldanlage bzw. die Fonds dahinter 2%, dann kommen hier nicht mal 1% bei der Dame im Vertrag an. Diese schwarz hinzugefügten Zahlen, die ich gerade markiert habe, haben wir jetzt erst ausgerechnet. Hätte die Kundin das damals selber mal nachgerechnet, hätte sie sicherlich nachgefragt und hätte sich erklären lassen, warum hier so große Differenzen sind, wenn doch oben fett 6% steht. Natürlich steht im Fließtext, dass das Ganze unverbindliche Hochrechnungen sind, dass hier noch einige Abzüge passieren können, etc. etc. Aber der Laie, der so einen Vertrag unterschreibt, verlässt sich ja erstmal mehr oder weniger auf die Aussage des Beraters. Und wenn dieser sagt, ja, 6% ist realistisch, das machen wir mit unseren Fonds, dann geht man ja davon aus, dass man auch irgendwie 6% bekommt. Und das passt halt mit den Zahlen nicht überein. So, das ist kein Problem bzw. Schuld der Zürich, das ist bei den meisten Verträgen so, dass die Prozentsätze, die in den lustigen Tabellen da drin stehen, meistens extreme Spannen haben. Wir sehen es ja hier von 2 bis 8, das ist extrem viel und auch in den Summen unterscheidet sich das natürlich. Gerade wenn Laufzeiten lang sind und Summen noch höher sind, sind das manchmal Unterschiede von Hunderttausenden. Und da sitzt natürlich der Laie vor und fragt sich, ja, was ist denn nun realistisch und wie viel davon kommt wirklich an? Das ist leider bei vielen Verträgen so. So, jetzt gucken wir aber mal in die Gegenwart, und zwar insoweit, dass wir uns mal angucken, was die letzte Wertmitteilung sagt. Die aktuellste Wertmitteilung, die wir vorliegen haben, von eben diesem genau Vertrag, Vorsorge Invest Premium, die ist vom 1.12.2021. Das war die aktuellste Wertmitteilung, in dem Fall also genau 10 Jahre nach Vertragsabschluss. Hier sehen wir nochmal, der Vertrag hatte ja einen Beginn, 1.12.2011. Und hier sehen wir jetzt das aktuelle Vertragsguthaben zum 30.11.2021. Das lag bei 22.019,22 €. Hier sehen wir auch die beiden hinterlegten Fonds, also einmal hier den DWS-Vorsorgerentenfonds und dann nochmal einen DWS-Vorsorgerentenfonds, zwei verschiedene. Die Summen, die entsprechend im Vertrag drin sind, beziehungsweise in den Fonds, die sehen wir hier. Und das ergibt in der Addierung dann diese 22.019,22 €, die ich gerade schon vorgelesen hatte. Dann sehen wir hier im Folgenden, und zwar haben wir hier nochmal den Rentenfaktor aufgeführt. Den kennen wir ja schon aus dem Versicherungsschein. Hier steht auch nochmal die garantierte Summe, also das ist alles identisch. Hier ist auch nochmal der Beitrag aufgeführt, also auch nochmal hier der Beweis, dass der Beitrag nach wie vor genau der gleiche ist, eben diese 183,18 €. Und hier unten haben wir wieder die Tabelle mit den Zahlen, wie wir sie auch aus dem ursprünglichen Versicherungsschein kennen. So, jetzt wollen wir aber mal ausrechnen, wie viel sie bisher, also bis zum 1.12.21 eingezahlt hat und das ins Verhältnis setzen zu den 22.019,22 €, die eingezahlt worden sind. Und das sehen wir hier. Wir sehen hier eine ganz einfache Rechnung, Sparrate 183,18 € pro Monat. Dann sehen wir hier 10 Jahre Laufzeit, das sind 120 Monate. Dann sehen wir hier, dass das Vertragsguthaben, das Endkapital zum Zeitpunkt, wie gesagt, 1.12.21 bei 22.000 ein paar kaputte liegt. Und wir sehen hier, die Summe der Einzahlungen ist knapp 22.000. Das ist eben einfach die Hochrechnung dessen, was sie eingezahlt hat. Sie hat über die 10 Jahre sage und schreibe 37,72 € an Zinsen bekommen. Und das wiederum stellt eine Jahresrendite von 0,034% pro Jahr dar. Als wir ihr das gezeigt haben und diese Rechnung gezeigt haben, ist sie halt vom Stuhl gefallen, weil hätte sie gewusst, dass sie die nächsten 10 Jahre 37,72 € an Rendite macht, hätte sie sich den ganzen Spaß natürlich gespart. Da ist ja der Aufwand, die Briefe zu öffnen, sich das Produkt erklären zu lassen, die Wertmitteilung jedes Jahr abzuheften, die man eh nicht versteht, deutlich größer und stellt nicht den Aufwand, den man damit hat, irgendwo
rechtfertigt den Aufwand nicht. Und dementsprechend ist es natürlich hier eine wirklich sehr, sehr, sehr schlechte Rendite, die nach sage und schreibe 10 Jahren Vertragslaufzeit entstanden ist. Jetzt gucken wir uns einmal die Funks nochmal an, weil irgendwo hat ja der Berater mit seinen 6% Aussage ein bisschen am Produkt vorbeiberaten, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir gucken uns jetzt einmal an, wie die Fonds gelaufen sind. Wir sehen hier zum Beispiel den einen Fonds, den wir uns hier mal angeguckt haben. Wir sehen, der hat die letzten Jahre nicht wirklich gut performt. Wir haben zum Beispiel über die letzten 3 Monate hier ein Minus von 0,42%, über die letzten 6 Monate ein Minus von 1,48%, über die letzten 3 Jahre zum Beispiel ein Minus von 14,59, über die letzten 5 Jahre minus 12 und über die letzten 10 Jahre ein Minus von fast 6%. Bei dem anderen Fonds sieht das Ganze nicht groß anders aus. Hier sehen wir ein ähnliches Bild, das heißt, hier haben wir auch Minusrenditen über die ganze Zeit immer wieder, hier sogar minus 20% und auch über 10 Jahre haben wir hier minus 3,68%. Das heißt, es ist kein Wunder, dass der Vertrag nicht wirklich Rendite abgeholt hat, weil eben die Fondsanlage dahinter absolut schlecht ist. Das Traurige dabei ist, diese Dame hat 10 Jahre lang den gleichen Berater, der ja auch für den Vertrag eine gewisse Betreuungsprovision bekommt. Allerdings hatte er sich nie darum gekümmert, den Vertrag irgendwo mal zu durchleuchten, irgendwo zu überprüfen, mit der Kundin darüber zu sprechen, dass der sich überhaupt nicht so entwickelt, wie ursprünglich von ihm gesagt worden ist. Und dementsprechend ist es meiner Meinung nach hier so, dass die Kundin hätte viel eher mal darüber aufgeklärt werden müssen, dass der Vertrag lange nicht die Erwartung hat, die ihr ursprünglich bei Vertragsabschluss erklärt worden sind. Und zum anderen hätte der Berater hier viel eher sich mal melden müssen, um mal eben zu verdeutlichen, dass der Vertrag sich überhaupt nicht so entwickelt, wie eben anfänglich gedacht. Ich will dir damit sagen, es ist auf der einen Seite gar nicht so schwer, seine eigenen Verträge mal kritisch zu hinterfragen und mal mit ein paar Berechnungen zu gucken, ob man gerade bei längeren Vertragslaufzeiten auf dem richtigen Weg ist, wie viel Rendite tatsächlich angekommen ist. Wenn man sich nochmal daran erinnert, was der Berater bei Vertragsabschluss alles so erzählt hat, dass man sich einfach mal hinsetzt und überlegt, passt das überein? Und wenn man hier natürlich feststellt, dass man nach 5 Jahren, 8 Jahren, 10 Jahren, vielleicht 15 oder 20 Jahren immer noch im Minus ist oder eine minimale Positivrendite hat, so wie hier jetzt gerade, die Inflation nicht ausgleicht, dann ist das natürlich ein Alarmsignal dafür, dass man sich dringend mal mit seinen Verträgen, mit seiner Altersvorsorge beschäftigen sollte. Es bringt nichts, das Thema immer wieder aufzuschieben, weil irgendwann kommt die Rechnung. Irgendwann ist der Ruhestand da und wenn man sich dann ärgert, dass man nicht mal eher das Thema angepackt hat, ja, hat man die Zeit nicht mehr, das Ganze aufzuholen. Und wenn es dir eben nicht so gehen soll, wie dieser Dame bisher, jetzt haben wir das Ganze natürlich repariert und haben das Ganze anders aufgebaut und deutlich effizienter und besser. Und mittlerweile ist sie auch schon seit einiger Zeit bei uns Kundin und hat wesentlich bessere Ergebnisse. Wenn es dir also nicht so ergehen soll, dass du das Thema jahrelang vor dir herschiebst, dann melde dich mal bei uns. Buch dir doch mal einfach einen kostenlosen ersten Termin. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Geh auf www.tappeconsulting.de und dann buch dir einen kostenlosen Termin. Lass uns darüber sprechen, was du für Verträge hast, welche Erfahrung du hast, was dir wichtig ist, wie dein Vermögensplan aussieht, wann du in Rente gehen willst, wie viel Geld du brauchst und wie du das Ganze am cleversten angehst. Ob deine vorhandenen Verträge gut sind und du weitermachst oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Also, ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Bis bald, dein David.